Servus, grüezi an, hallo, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge, und zwar der 10. unseres Projektes Neubartelshagen Reloaded. Ja, wir stehen hier vor unseren Feldern und wir haben den August hinter uns gelassen. Wir sind im September und hier sehen wir, auf unserem Rapsfeld wächst es. Aber nicht alles, was hier wächst, wollen wir auch wirklich haben. Ihr seht also, hier gibt es auch Pflanzen, die nicht auf dem Feld sein sollten. Und das nennen wir im Allgemeinen Unkraut. Warum? Weil es uns die Nährstoffe nimmt für unsere eigentliche Kultur und auch, wenn es in die Höhe wächst, uns das Licht nimmt. Soll also heißen, wir haben heute ein bisschen zu tun. Schauen wir mal rechts unten, erwarteter Ertrag nur noch 116%. Eigentlich ist das Ertragspotenzial 125. Jetzt springt er gerade wieder auf 125, weil an der Stelle vermutlich eben kein Unkraut ist. Und da, wo das Unkraut ist, reduziert sich eben unser Ertrag. Aber was man eben jetzt auch hier sehen kann, bei Precision Farming ist es eben nicht mehr so, dass das ganze Feld gleichmäßig Unkraut hat, sondern hier ist es jetzt eben so, dass es punktuell ist. Und da kommt eben auch diese neue Technik dann heute ins Spiel, denn wir werden heute unser Feld spritzen und uns eine Feldspritze holen. Und die Technik, von der ich spreche, ist dieses berühmte Spot Spraying. Es soll also heißen, dass wir mit einer Technik es schaffen werden, unser Unkrautvernichtungsmittel eben nicht übers gesamte Feld zu verteilen, sondern eben punktuell nur dort, wo es auch wirklich benötigt wird. So, unser Grasfeld, auch hier wächst es. Hier sehen wir kein Unkraut. Und auf diesem Feld, das ja noch brach liegt, da soll uns das Unkraut erstmal nicht stören. Da werden wir aber später schon mal ein bisschen düngen. Und zwar mit Hilfe von Gülle und Gärresten. Dazu werden wir neue Maschinen brauchen. Aber jetzt fahren wir erstmal mit unserem Lindner zum Shop und besorgen uns eine Spritze. Und mit solch einer Spritze kann man ja auch düngen, mit Flüssigdünger oder eben halt mit entsprechendes Pflanzenschutzmittel auch Unkraut bekämpfen. So, ihr seht es, ich habe hier den Eingangsbereich schon ein bisschen bearbeitet. Ein neues Tor. Ich habe das Tor ein bisschen nach hinten versetzt. Ich hoffe, dass uns das hilft bei den Helfern, dass dann hier der Helfer besser um die Kurve herumkommt. Ein paar Bäume gepflanzt, Lampen und ein paar Blumentöpfe. Jetzt sieht das Ganze doch schon wieder etwas ansprechender aus als Hofeinfahrt. Ja, im DLC wurde auch eine neue Maschine vorgeführt, eben speziell für die Unkrautvernichtung, der John Deere Power Spray R732L. Aber den werden wir uns heute nicht holen. Mir schwebt da ein anderes Gerät, eine andere Maschine vor. Da gab es auch einige Updates, die halt dann schon bewährte Maschinen oder Geräte entsprechend aufgewertet haben mit dieser Power Spray Technologie. Und das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Okay, wir sind beim Shop angekommen. So. Dann schauen wir mal. So. Spritzen. Und mir schwebt eigentlich auch wegen dem besseren Handling die Querneland vor. Querneland Xter B18. Dieses Gerät, und dazu gibt es dann auch noch vorne den Zusatztank, um die Kapazität zu erhöhen. Und diese beiden Geräte kann man hervorragend eigentlich mit unserem Lindner fahren. So, dann nehmen wir hier diese Spritze, erweitern sie auf 24 Meter Reichweite, und hier haben wir die punktuelle Unkrautbekämpfung, die uns helfen soll, eben Herbizid einzusparen, da wir eben nur dort auch wirklich spritzen werden, wo dann auch die Sensoren, die Kameras eben auch die entsprechenden Unkräuter auf dem Feld sehen. Okay, das Ganze nehmen wir für bescheidene 74.000 und dann noch den Zusatztank, der dann vorne hinkommt. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier stehen die beiden. So. Yep,
und dann wieder in unseren Traktor. Dann werden wir erst den Zusatztank anhängen, damit wir genügend Gewicht haben auf der Vorderachse, um dann die Spritze selber anzukoppeln. So, auf dem Hof selber habe ich uns bereits eine Kaufstation für Herbizid eingerichtet und da fahren wir jetzt hin. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt, weil das wird jetzt das erste Mal sein, dass ich mit Precision Farming, mit dem neuen Precision Farming LS22 Unkraut bekämpfe. Normalerweise mache ich das immer mit dem Striegel, also mechanisch, aber das soll man ja eigentlich nicht machen, wenn man eben Ökopunkte sammeln will, sprich Umweltpunkte, denn die mechanische Bearbeitung reißt nur zusätzlich den Boden auf, dadurch geht Feuchtigkeit verloren und man muss auch noch einmal mehr über das Feld fahren, kostet natürlich Energie, Diesel und Zeit. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass mit dieser Spot-Spray-Technologie man eben die meisten Ökopunkte bekommt. Dazwischen wäre dann halt Spritzen auf herkömmliche Weise, aber da würde natürlich sehr, sehr viel überflüssiges Herbizid verbraucht und auch das wird dann in Abzug gebracht, was die Punkte angeht. So, durch unsere neue Einfahrt. Und dann werden wir jetzt gleich die Tanks füllen. Hier haben wir unsere neuen Vorrat angelagert für unser Herbizid. So, da müsste man da hinten, nee, da tankt den vorderen. Ja, da sieht man sogar vorne die Anzeige, wie sie nach unten geht. So. Und dann schauen wir mal, dass er den hinteren Teil noch tankt. Ja, auch hier sieht man die Anzeige, wie der Tank langsam voll wird. Sehr schön. Und unsere Mühle hört man auch. So, ich denke nicht, dass wir alles brauchen. Dann werden wir nicht ganz voll tanken. Und dann fahren wir mal aufs Feld und schauen mal, wie sich hier die ganze Sache entwickelt. So, 24 Meter. Wir klappen das Gerät aus. Sound ist einfach fantastisch. So. Okay, dann schalten wir mal die Hilfe ein. 24 Meter Breite ist eingestellt. Erkennt er denn schon was? Okay. Jetzt ist es ja so, dass er uns eigentlich anzeigt vom Unkraut, dass wir die Hacke verwenden sollen, weil Unkraut von der Höhe erst mittel ist. Schauen wir mal, wie er sich hier verhält, wenn wir jetzt einfach mal mit dem Helfer losschicken. Ah ja, jetzt müsste er eigentlich links hier anfangen. Genau. Okay. So, halten wir nochmal kurz an und schauen uns mal an, wie sich das Ganze jetzt hier verhält. An den Stellen, wo gespritzt wurde. Okay, der erwartete Ertrag hat sich jetzt noch nicht an den Stellen hier verändert, ist immer noch bei 116 und hier bei 100, wo wir eben kein Unkraut hatten, müsste er eigentlich gleich wieder auf 125 springen. Ja, da hatten wir, glaube ich, gerade eine Stelle. Ah ja, hier. Okay, aber er scheint Unkraut zu bekämpfen. Ja, dann würde ich doch sagen, dann schicken wir einfach unseren Helfer mal hier rüber. Und dann soll er sich dem Unkraut mal widmen.
Ja, also man kann ganz gut sehen, dass eben nicht überall gespritzt wird. Jetzt hier auf der rechten Seite hört er auf. Und es wird immer nur so punktuell gespritzt, eben an den Stellen, wo Unkraut ist. Deshalb ist die Spritze ja auch mit Sensoren ausgestattet, damit die halt wirklich punktuell nur spritzt und dadurch jede Menge Herbizid einspart und nur so viel gespritzt wird, wie wirklich nötig ist. Okay, während er jetzt hier unterwegs ist, kümmern wir uns heute um den zweiten Teil, den ich machen wollte. Bevor wir anfangen wollen, nochmal ein Feld anzusehen. Und das wäre jetzt nämlich das Thema Düngen mit einem Güllefass. So, dazu fahren wir jetzt auch wieder erstmal zum Händler und werden uns ein Güllefass kaufen. Auch bei der Gülletechnik gibt es ja eine kleine Neuerung im neuen Precision Farming LS22. Und zwar wird es da oder gibt es da jetzt für die Güllefässer einen Sensor, der den Stickstoffgehalt in der Gülle misst, weil ja der Stickstoff in der Gülle ja nicht homogen ist. Das heißt, wenn man entsprechende Gülle ausbringt, dann ist nicht immer gewährleistet, dass derselbe Anteil Stickstoff auch in der Gülle ist. Und mit einem entsprechenden Güllesensor an dem Gülletank, wird eben gewährleistet, dass immer dieselbe Menge Stickstoff ausgebracht wird, sodass eben das Feld gleichmäßig mit Stickstoff gedüngt wird. So, dann schauen wir mal, was wir hier uns zulegen. Bei den Güllefässern würde ich eigentlich auf Altbewährtes zurückgreifen wollen. Hier der Fliegel, der ist eigentlich ganz okay, hat eine entsprechende Spannweite von 15 Metern und fast 18 Kubik und kann eben Gülle und Gärreste verarbeiten. Und den würde ich uns jetzt erstmal gönnen. Mit 225 PS sollte es kein Problem darstellen, was unseren Trecker jetzt hier angeht. Und da ist dieser Sensor, der eben uns hilft, die Gülle homogen auf dem Feld auszubringen. So, den müsste man dann eigentlich auch irgendwo sehen können. Mal mit, mal ohne. Ja, ich glaube hier auf dem Modell. Das wäre normalerweise so ein kleiner Kasten. Aber wir kaufen das System mit. 105.000. Ein Schnapper. Okay. Steigen wir wieder in unser Gerät. In unseren Traktor. Ah, ja. Ich vermute, dass es das hier ist. Ja, dieser gelbe Kasten, das soll der Sensor darstellen, der hier entsprechend die Gülle oder die Gärreste dann entsprechend auf den Stickstoffgehalt prüft. Okay. So. Dann werden wir das Gerät mal anhängen. Und zurück zum Hof bringen und dann dort eben zunächst einmal mit Gärresten befüllen. Ja, das Düngen mit Gärresten, Gülle dient eher, sage ich mal, zur Grunddüngung. Das heißt, hier kann man gar nicht so viel oder für Stickstoff ausbringen, wie man für die eine oder andere Pflanze braucht. In der Regel sind es, glaube ich, 60 Kilo pro Hektar. Und das bedeutet eben so eine Art Grunddüngung des Feldes. Später muss man dann je nach Pflanze, Mais, Getreide, die dann so zwischen 120 bis 180, 200 Kilo pro Hektar benötigen, muss man eben dann nochmal mit Kunstdünger nachdüngen. Und huch, wir müssen hier links, weil wir müssen ja zu unserer BGA. Und hier können wir die Rundumkennleuchte wieder ausschalten.
Und deshalb ist das Ausbringen von Gülle immer so eine Art, also für mich jedenfalls, so eine Art Grunddüngung des Feldes, um später, wenn man dann mit Kunstdünger nachdüngt, eben weniger Kunstdünger dann zu verbrauchen. Und dadurch natürlich eben, da man ja Kunstdünger einkaufen muss, wenn man eben nicht selber herstellt, auch hier Kosten zu sparen. So, wir werden das Feld hier oben nehmen. Ah, naja, okay. Da hat der Helfer ist dann leider zu gut gemeint und ist dann aufs falsche Feld abgebogen. Das wollte ich gar nicht. Aber der hat natürlich da erkannt, dass da oben auch Unkraut ist und hat das dann auch bekämpft. Aber das müssen wir eigentlich jetzt noch nicht, weil das Feld wird ja bei der Aussaat auf jeden Fall dann noch gegruppert. Und dann werden wir auch eben das Unkraut, das da mit Sicherheit noch drauf ist, erst bekämpfen, wenn es eben am Wachsen ist. So wie hier. So. Jetzt passt die Sache schon etwas besser. Okay. Auch hier klappen wir das Gerät erstmal aus. So, und links unten sehen wir jetzt den Zustand des Feldes. Rot, das heißt im Prinzip so gut wie gar kein. Genau, Stickstoff 0 Kilo. So, bringen wir das Fahrzeug erstmal richtig in Position. So, ablassen. Und die Gülle marschiert. Leider nicht. Okay, jetzt. Okay. So, links oben sehen wir jetzt, dass er ausbringt, Stickstoffgülleausbringung 80 Kilo pro Hektar. Wir haben natürlich hier die Automatik eingeschaltet. Und unten links können wir erkennen, dass das Rot jetzt in ein Orange übergeht. Und das eben zeigt, dass unser Feld jetzt schon einen gewissen Stickstoffanteil hat. So, hier fahren wir dann auch erstmal so eine Art Vorgewende. So. Und der Helfer hat anscheinend wieder da drüben ein kleines Problem. Naja, schauen wir uns gleich an. Aber zunächst einmal fahren wir erstmal hier das Vorgewende fertig und dann auf der Gegenbahn können wir ja dann hier mal den Helfer losschicken. So, hier zeigt er jetzt 60 Kilo Stickstoff pro Hektar an. Höchstwahrscheinlich, weil wir hier einen anderen Boden haben. So, rückwärts setzen. Muss man ein bisschen aufpassen hier wegen der Mauer. Okay, und dann lassen wir jetzt den Helfer die Bahnen hier hochfahren und schauen uns mal an, was er jetzt hier für ein Problem hat. Okay. Nee, weil Unkraut ist ja noch nicht alles bekämpft. Nee, die Spritze ist nicht an. Nochmal zurücksetzen.
So, jetzt haben wir sie an. Und jetzt in dem Licht kann man auch viel besser sehen, wie jetzt eben die einzelnen Düsen und wenn die größeren Felder kommen, eben alle Düsen hier arbeiten, so wie jetzt gleich. Und das ist eben die Spot-Spray-Technologie. So, hier haben wir ein großes Feld mit Unkraut. Okay. Rein theoretisch können wir die Maschine ja anlassen, weil wenn kein Unkraut erkannt wird, dürfte ja auch kein Herbizid versprühen. So. Ja, und während ich jetzt hier die Felder noch weiter dünge bzw. das Unkraut bekämpfe, sage ich recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier bei dieser Folge New Bartelshagen Reloaded. Ich, der Baden-Farmer, bedanke mich recht herzlich bei euch und sage Tschüss, Ciao, Cheerio!